Wir brauchen noch 260 Seelen, bis wir unser eigentliches Schwert reparieren lassen können. Seit der letzten Folge von der Anspielsession Dark Souls 2 mit Ingo und Alex hier sind wir 3-4 Mal gestorben. Wie oft? Oft. Auf jeden Fall so, dass man sagen kann, ja, wir spielen definitiv ein Dark Souls-Spiel. Abgefahrenerweise, und das macht ja irgendwie den Reiz an genau Dark Souls und Demon's Souls aus, ist es nicht frustig. Man denkt halt nicht, boah, leck mich doch, ich gehe jetzt saufen. Man sagt, nee, diese fucking 260 Seelen zum Schwert reparieren, die kriege ich jetzt auch noch irgendwo her. Und wenn ich dafür nochmal sterben muss. Wir sind ja zumindest jetzt immer schon mal ein Leuchtfeuer weiter, was schon mal ganz gut ist. Ich traue mich jetzt allerdings nicht, diese Tür zu öffnen. Wer weiß, was da wieder hinter ist. Ich gehe mal wieder raus und guck mal, was da so passiert oder auch nicht. Kurz den Statusbericht. Es ist nämlich so, wir versuchen voranzukommen, haben aber unser eigentliches Hauptschwert total geschrottet. Das geht gar nicht mehr. Um es reparieren lassen zu können in dem Dorf, in dem wir vorhin mal waren, müssen wir erst dem Schmied helfen, damit er in seine Hütte reinkommt. Damit wir den Schlüssel aber kriegen, um in die Hütte reinzukommen, müssen wir von der Händlerin, ich glaube für 1000 Seelen oder so, das Ding abkaufen. Und dafür muss Ingo noch ein bisschen kämpfen. Und dann können wir hoffentlich wieder mit vollem Equipment loslegen. Aber der hat dir sauber in den Rücken gehauen gerade. Ja, nu. Man muss ihm ja auch erstmal ein bisschen Vorsprung geben. Der ist ja auch neu im Spiel. Der ist gerade erst aufgestanden, der saß genau. Da noch und hat gedöst. Guck mal, haben wir dafür einen Lebensstein gekriegt, das war super. Eine Zauberurne, all das, was man so braucht. Oh, der war aber auch einige Seelen wert. Ja, siehst du, wir kommen unserem großen Ziel doch irgendwo ein bisschen näher. Da hinten ist noch was, was man einsammeln könnte. Ich habe zwar Angst, da runter zu gehen, aber... Da steht doch nur einer. Lass wir noch hochkommen. Ja. Dann direkt oben, bam. Ja, so nämlich. 880 Seelen. Ich könnte ja mal antäuschen, dass ich runtergehe, dann kommt da vielleicht einer hoch. Ja, komm. Ja, aber ich sehe ihn hier. Ja, komm her. Ja, siehst du. Oh. Achso, der bequemt sich gar nicht. Der bequemt sich gar nicht hoch. Der schießt. Schade, dass wir es nicht können. Na komm. Ja, komm näher. Trau dich. Ach. Das darf wohl nicht wahr sein. Der kommt nicht. Der schießt. Na gut. Nee, der wartet drauf, dass du Arsch voraus runterkletterst. Na komm. Komm näher. Ist aber geil, wie er so ungeduldig so rumtrippelt und wartet. Das ist wie im echten Leben. Ich freue mich immer, wenn Leute auf mich warten. Wie wenn der GEZ-Beamte bei dir so vor der Tür steht, ne? Du guckst oben aus dem Fenster. Ich habe keinen Fernseher. Oh, dann wird er sauer. Von links kommt nämlich jetzt auch noch einer. Oh ne, der wartet. Warum wartet der? Aus Höflichkeit. Ja, das macht mir aber keine wirklich gute, also kein gutes Gefühl. Das strahlt Überlegenheit aus. Denk dran, er könnte wieder sehr viele Seelen wert sein. Ja, es könnte aber auch ganz schnell mein Tod sein. Muss ja jeder Schritt gut überlegt sein. Das letzte Feuer ist nicht weit weg. So, komm. Ach so, na, deswegen wartet er. Naja, das war ja... Oh, und da wartet ja noch einer. Ist ja nicht so, als hätte das Spiel keine Überraschungen für einen übrig. Kann der Drecksack mal aufhören zu werfen und kommen? Ja! Das kann doch wohl nicht wahr sein hier, ey. Doch, aber den machst du alle. Dann, wenn das soweit ist, dann sieht's gut aus für uns. Ich schätze, der ist mindestens 50 Seelen wert. So. Und Feuerbomben haben wir noch dazu gekriegt. Jetzt aber mal ganz schnell, zack, zack, da oben ans Leuchtfeuer. Den anderen da hinten, der da noch so stand, den schenken wir uns fürs Erste. So. Jetzt bin ich überhaupt erstmal gespannt, ob das wirklich so klappt, wie wir uns das gedacht haben. Mit dem Schlüssel kaufen, Schwert reparieren. Sie wusste, wir kommen wieder. Öffnet Schmied, Leningradsladen in Majula. Ja, nehmen wir. Her damit. So. Hat sie dem Schmied den Schlüssel geklaut und verkauft den jetzt teuer an dich? Wahrscheinlich, ne?
Aber so läuft das halt. Ich dachte, wir hätten etabliert, dass ihr Omas erstmal auf den Kopf haut, die rumsitzen. Nee, er hat das etabliert. Aber der hätte aber auch auf den Kopf gehauen. Wenn die dem armen Schmied, der uns ja auch helfen soll und der ja ein ehrenhafter Typ ist, nimmt die den Schlüssel ab und verkauft den für 1000 Seelen an uns. Das ist doch keine Art. Ach, guck. Na, cool. Ab nach Majula. Das ferne Feuer, Leuchtfeuerintensität 1. Nehmen wir. Reisen. Das finde ich übrigens sehr gut, dass man jetzt mit den Leuchtfeuern direkt... So, da hat er gesessen. Wir machen auf. So. Ah, yes, very good. Now I can get to work. Mach es, Otze. But first, let me set up. Come again later. Oh, na, nee. Natürlich. Schaut später wieder vorbei. Was denkt er sich? Wir haben es eilig. Dafür erstmal plündern, was er zu Hause hat. Ein Kurzbogen, immerhin. Ich habe nämlich die Vermutung, es war eine faule Ausrede mit dem abgeschlossenen. Er hat einfach keinen Bock. Der hängt da schön gemütlich vorne vor seiner Hütte in der Sonne ab. Ich habe das Joypad in der Hand. Ihr wisst, was das heißt. Tote ältere Damen? Erstmal ein toter Hauptdarsteller hier gleich, schätze ich. Vorsicht, drei, ne? Weißt du? Ja, den lasse ich hochkommen, das habe ich mir bei dir abgeguckt. So, und direkt aufs Maul. Schild hoch, Schwert rein und noch einmal. Ich spiele nicht sehr gut. Aber das verzeihe ich mir selber. Immerhin bringst du den Schild zum Einsatz. Ingo haut einfach nur drauf. Runterklettern, was war nochmal jetzt? Das ist der Bogenschütze. Ja, ist egal. Der Bombenschmeißer. Und um die Ecke stand auch noch einer. Ja, genau. Komm da weg. Ganz schnell weg, weg, weg. Huhu. Es ist so geil, wie in dem Spiel immer wieder so neue Szenen entstehen, je nachdem, wie man sich gerade entschieden hat, nicht gegen die zu kämpfen. Und auf einmal wird ein Bogen rausgeholt und so. Ich weiß, wo wäre das der richtige Weg lang zu gehen? Ach nee. Oh. Mensch. Ich sammle mal kurz meine Seelen ein und dann darfst du auch gleich weitermachen. Ist auch schon so aufgeregt wie ich. Ich nehme das, glaube ich, gelassener, weil ich die Schuld immer von mir weisen kann. Was würde denn passieren, wenn du jetzt zum Beispiel gleich spielst? Ja, komm. Eine Katastrophe wahrscheinlich, weil ich die Steuerung noch überhaupt nicht drauf habe. Ich fand es jetzt gerade meinen Auftritt. Kannst du das mal kommentieren? Fandest du es ganz okay oder bist du beschämt? Nein, keineswegs. Also ich fand es eigentlich schon ganz okay. Guter Einsatz des Schilds, aber dann hast du dich ein bisschen verzettelt mit dem Bogenschützen und dem Bombenschmeißer. Ich habe in dem ersten Moment, als mein Todesschrei so erklang, habe ich gedacht, er schreit und ich hätte ihn umgebracht. Aber es war dann doch nicht so. Weißt du, wo wir sind? Ihr müsst wissen, wir waren auf der Gamescom dieses Jahr unterwegs. Ah ja, genau. Da war das eins von den Demo-Levels, ne? Wir durften da schon mal in eine frühe Demo-Version von Dark Souls 2 reinschauen. Und diese Version ist genau an diesem Punkt gestartet, seinerzeit. Ja. Genau, das ist aber genau diese Stelle. Dann kommt da hinten nämlich da unten gleich so ein ganz, ganz, ganz fetter Brummer, der aber immer noch kein Endgegner natürlich ist. Aber ich finde, zu dem fetten Brummer sollten wir uns jetzt noch vorarbeiten. Das machen wir auch. Wann hat das eigentlich angefangen, dass man, also ich finde das super, dass in den Ladescreens immer so ein bisschen das Spiel erklärt wird oder so. Weißt du, früher auf dem C64 hast du einfach die ganze Zeit da gesessen und hast gewartet. Stunde um Stunde. Hier kannst du wenigstens noch was lesen. Also das Erste, wo ich mich daran erinnern kann, wo das wirklich viel war Baldur's Gate. Ja, ne? Ja. Stimmt. Auch mit so Anweisungen, ihre Figur muss nicht essen und trinken, aber sie schon. Ist aber nett, das zu sagen. So. Das ist auch der Estus-Flakon. Ja, das ist zum Lebensenergie auffüllen. Ich bin immer noch sehr traurig, dass wir überhaupt kein vernünftiges Schwert haben. Ja, der Sommer ist. Ja, der kann sich mal. Der kann sich mal bei mir einen Videorekorder abholen. Komm mal her. Ja. So, da kann ich
Dann ist als nächstes der Kollege aufstehen da hinten. Und ganz japanisch kann man erst draufhauen, wenn er steht. Das war anders als zu machen. Ja, wo das geht, aber am Boden. Dann wird es schwierig. Du. Oh! Haut der mir in die Hacke, ey. Und das auch noch ziemlich ordentlich. Nimm so einen Gesundheitsdrink. Sonst kommen wir doch nicht, kriegen wir doch nicht mehr zu sehen. Nein! Das war ungünstiges Timing. Das hättest du mir nicht sagen dürfen. Ihr könnt gerne auf mich wetten, wie weit ich komme. Fünf. Ich sag mal einfach fünf. Vier. Ja, was auch immer. Gegner. Vier Gegner mache ich platt. Dann sehen wir immer noch nicht mehr. Wir versuchen nur realistisch zu bleiben. Der mit der helle Bade. Den lassen wir erst kommen. Nicht drauf zugehen, weil dann wacht der andere auch auf. Weiter zurück. Schlagen lassen. Zweimal. Und den finalen Schlag. Und jetzt. Oh nein! Nein! Das hätte jetzt gerade so eine Werbung für so einen Energy Drink sein können. Oh nee! Das war jetzt total miserabel. Das war gerade Werbung für so einen Energy Drink. Schlagen lassen. Nochmal final schlagen lassen. Und dann ansetzen zum Trinken. Also das war mir jetzt selber peinlich. Siehst du, wir haben daneben gewettet. Also wir haben alle verloren. Richtiger als fünf. Ja. Knapp näher dran. Oh nee, weißt du, ich habe da so gut gestanden mit dem Dings und Timing war auch gut, aber dann trinken statt schlagen war nicht das Richtige. Was hast du als letztes für ein Spiel gespielt? Weil ich die ganze Zeit drüber nachdenke, warum du so oft trinkst, wenn du schlagen willst. War auf dem Button bei deinem letzten Spiel, was du gespielt hast, irgendwie ein Schwert-Move oder sowas? Ich habe aber auch in meinem echten Leben öfter was getrunken, als mich geschlagen. Wie du jetzt übrigens sehen kannst, die Energie geht immer mehr zu Neige, ne? Du siehst auch echt immer ungesünder aus. Auch das höre ich sehr, sehr oft. Im Spiel übrigens auch. Es tut mir leid. Liebe Zuschauer, naja. Du hast dein Schild nicht equipped. Ja, jetzt doch. Also er macht so eine Dreierkombi und dann kannst du richtig drauf. Eins, zwei und drei und dann jetzt hast du Zeit. Wow, ich fühle mich nicht gut. Ja. Das ist mal die Ungeduld in dem Spiel. Nee. Nicht dieses Mal. So. Verdammt. In unserem Drink ist auch nichts mehr drin. Macht nichts, wir können jetzt zumindest mal durch den Nebel gucken. Das ist eigentlich alles, was wir im Leben doch wollen. Ein Schritt weiter als beim letzten Mal. Vielleicht wird das die letzte Aktion, die überhaupt von uns zu sehen kriegt, wer weiß. Hier gibt es nichts mehr zu sammeln. Wir gehen in den Nebel und im Normalfall ist da jetzt irgendwas sehr Tödliches dahinter. Zu Hause wäre ich noch mal pinkeln gegangen übrigens. Okay, das sind so die typischen Areale, wo man dann erstmal reinguckt. Man sieht verschiedene Architektur, man sieht Untote auf Dächern, auf... Oh mein Gott, ja. Untote Knie auf 3 Uhr. Aber sehr routiniert hat gemacht. Da darf aber auch kein Gegenschlag durchkommen mehr. Wenn ich jetzt doch kurz wieder hochgehe, könnte ich doch zumindest mal kurz was kaufen. Also zumindest 2 Lebenssteine, damit wir zumindest noch ein bisschen weiterkommen hier. Hau dir die Steine rein. Walter White wäre stolz auf dich. Wann gibt's wohl das erste Breaking Bad RPG? Das wäre geil. Ja, ja. I am the one who dies. Da hinten stehen noch 3. Wahrscheinlich Pfeil und Bogen. Ja, sieht man schon. Genau. Gehe ich den Baum hoch oder was? Ja. Bleibt noch gar nichts anderes übrig, ne? Genau. Na gut.
Und hier oben ist jetzt was. Na klar. Oh, das sind sehr ganz typische Szenarien. Ne? Das ist wirklich wie früher beim ersten Teil, bei Demon's Souls. Genau, mit diesen IKEA-Regalen. Wenn IKEA eine Abteilung hätte für Belagerungstechnik. Haben sie nicht? Okay, und unser Trebuchet 12 und unser Katapult Ole, was weiß ich. Ja, natürlich kann ich keinen Bogen richtig gut benutzen, naja gut. Ist ja auch ein Ritter. Ja, macht ja nichts, mein Gott. Also, weißt du, ich bin doch auch lernfähig, ich bin doch ein Mensch. Eine meiner Lieblingsbands hat in einem Song mal gesagt, Jawbreaker, Survival never goes out of style. Haben sie halt recht. Das wäre wirklich eine Songzeile, die man sich tätowieren lassen könnte. Nagel von Muff Potter hat die tätowiert, fällt mir ein. Der wird wahrscheinlich Dark Souls-Spieler sein. Vor uns 1, 2, 3, 3 todbringende Zombies stehen aber mit dem Rücken zu uns, wenn ich das richtig sehe. Ich schleiche mich mal näher ran. Wahrscheinlich ist es auch gleich hier dann wirklich echt mit dem finalen Tod zu quittieren alles. Ich würde tippen, dass da oben wahrscheinlich irgendwo der erste Endgegner also zu finden ist, weil da kreisen auch die Vögel schon so und alles. Ob wir das noch erleben, gute Frage. Aber wir pirschen uns mal ran. Warum stehen die mit dem Rücken zu dir? Die erwarten doch auch irgendeinen größeren Schaden wahrscheinlich von vorne. Ist ja alles irgendwie so ausgerichtet, als würde da was aus diesem Bergfried kommen. Ja, eben. Oh nee, ey, ich habe kein gutes Gefühl. Möchtest du vorher noch einen Lebensstein reinziehen? Oder eher nein? Jetzt ein bisschen, meinst du? Einfach nur damit, weil wir es jetzt nochmal können? Genau. Was kostet die Welt? 300 Seelen kostet so ein Ding. Kannst du nicht für selbst machen. Los geht's. Ingo haut dem Typen in den Rücken. Es kommt Helle Buddy. Der Helle Buddy? Ingo ist auch eher so nach vorne, gib ihm, anstatt vorsichtig voran, ne? Okay, die beiden sind weg. Da oben steht schon noch einer auf dem Gerüst und wartet. Warum kommt er eigentlich nicht runter? Wahrscheinlich, weil es ein Bogenschütze ist? Ja, irgendwas hat er in der Hand. Wir kommen mal von hinten. Ich fühle mich alle so in der Rolle. Oh. Was zur Hölle? Okay. Komm zurück. Okay. Und wirf einen großen ab. Ich hau mal ab. So. Ich meine. Weißt du, wenn Vögel ankommen und Ritter abwerfen, dann weißt du, dass es Zeit ist zu gehen. Das kennen wir aus dem echten Leben. Das passiert uns jede Woche einmal. Eigentlich kann Mittelerde da nicht mehr weit sein. Nee, das stimmt. Wenn ich jetzt aber hier unten doch lang gehe. Dann kommt der von oben mit dem Bogen. Das sehen wir dann noch was. Also einmal noch um die Ecke gucken. Ach. Oh, der hat auch noch einen. Bye. Ja, viel Spaß. Wir rennen mal so weit, wie wir noch können, um zu gucken, was noch so passieren würde. Ja, das wäre dann. Das ist der Dicke, den wir schon mal gesehen haben in der Frühversion. Ist das ein Ninja Turtle? Der sah so schildkrötig aus. Ich will euch nur mal kurz noch zeigen, wie schön dieser Sonnenaufgang war. Dein letzter Sonnenaufgang. Oder? Also, wenn ich mal irgendwann sterbe, dann möchte ich so sterben. Indem ich wegrenne, einen Sonnenaufgang angucke und dann von einem Zombie von hinten kalt gemacht werde. Mit voller, wie man da liest, Wucht. Soll ich ein Fazit abgeben? Gerne doch. Ich finde es jetzt schon wieder unfassbar super und finde es total doof, dass wir so ans Ende dieser Session jetzt hier gerade kommen, weil ich bin in der Tat positiv gefrustet. Ich würde eigentlich jetzt weiterspielen. Ich würde zur Tankstelle fahren, würde mir so ein bisschen Proviant kaufen und dann wäre, glaube ich, der ganze Abend verhaftet. Positive Frustration ist ein tolles Stichwort dafür. Ja, definitiv. Also trifft es, glaube ich, echt so am besten. Also ich mag das Flair total. Also ich glaube, Leute, die die Vorgänger gespielt haben, werden sich sowieso zu Hause fühlen. Aber auch allen anderen, von meiner Warte, sei das wärmstens ans Herz gelegt, wenn man mal ein bisschen was anderes machen möchte und eben nicht das klassische
lauf einfach durch, renn an den Monstern vorbei, die tun dir sowieso nichts. Hier ist jeder Schritt möglicherweise dein letzter. Und jetzt lenke ich nochmal Alex ab. Ja. Und wie findest du's? Ja, also ich habe mich jetzt hier nicht mit dem größten Ruhm bekleckert, würde ich sagen, bis hierhin, ne? Ist das richtig? Oh, es geht. Gerade läuft's doch ganz gut. Ja, ich möchte mich mit ein paar Lorbeeren verabschieden. Nee, ich stehe da sehr drauf. Ich stehe vor allen Dingen total eben auf dieses, dass einem nichts geschenkt wird. Das ist es ja anscheinend nie unfair. Bloß wenn man ungeduldig oder nachlässig oder zu riskant wird oder eben, wie es mir jetzt ein paar Mal passiert ist, einfach keine vernünftige Ahnung hat von dem, was man da treibt. Aber mein Schwerteinsatz ist, ach hier, mein Schildeinsatz ist nach wie vor in Ordnung. Nee, aber das, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, obwohl ich... Obwohl du tot bist? Obwohl ich eigentlich wirklich spiele, die so kleine Etappen haben, anstatt solche elendig langen Spiele, wenn du da irgendwie 50, 60 Stunden reinstecken musst. Da weiß ich halt mal nicht, wann mache ich das überhaupt. Aber dadurch, dass es hier auch wie so einzelne kleine, wie nennt man es denn, Abschnitte gibt, die man sich durch diese Feuer erspielen kann oder dann dahin auch immer zurückkehren kann, ist das unter Umständen doch genau das Richtige für mich. Also ich finde das Setting super, ich finde den ganzen Grafikstil und so total geil und eben vor allen Dingen den Ansatz zu sagen, okay, man muss sich wirklich damit beschäftigen, um was hinzukriegen. Und wenn du nicht gut bist, dann verlierst du. Naja, ist es nicht mehr lang, bis ihr es ganz offiziell weiterspielen könnt? Und dann schauen wir mal und vergleichen, wer wie viele Tode gestorben ist. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, die nächsten 6 bis 8 Wochen nach Release zu keiner Bandprobe mehr kommen. Das tut mir sehr, sehr leid, aber ich muss ja zumindest mal einen Abschnitt weitergekommen sein. Ja, schade, dass die Zeit gar nicht reicht und wir uns so Hölden angestellt haben, dass wir nicht mehr einen Endgegner gesehen haben. Aber so bleibt die Spannung natürlich erhalten und die sind, wenn man die Vorgängerteile kennt, noch um Längen tödlicher als all das, was wir bis jetzt gesehen haben. Von daher freut euch auf eine ganze, ganze Menge Spaß. Von mir gibt es einen Daumen hoch und eine Wertung. Ich gebe mal einfach eine Wertung ab. 12 von 5. Okay, und bei dir? Das ist nicht schlecht. Ja, was soll ich denn jetzt schon bewerten? Ich glaube, es wird sehr, sehr gut. Unser Freund Colin Gable hat in der M-Games 90% gegeben. Und wenn der das sagt, übrigens, bisschen Gossip zum Ende, Ingos ehemaliger Mitbewohner Colin Gable und der Ex-Freund meiner Schwester, also so eng ist das verbandelt, das ist kein Witz. Wenn der sagt 90%, dann glaube ich das mindestens. Und ich sorge hier für ein gutes Endbild. Sieht wunderschön aus. Wärmen wir uns alle am Feuer und verabschieden uns an dieser Stelle mit einem dreifachen. Gestorben wird hier öfter.